Seid gegrüßt, meine Lieben. Heute geht es weiter mit den Eigenschaften des Baumhoroskops von eurem Seelenbaum. Die Ulme. Das Geburtsdatum ist der 12. bis 24. 1. und 15. bis 25. 7. Der Baum der guten Gesinnung. Ulme-Geborene sind so sehr sensibel, dass man sie mit Samthandschuhen anfassen muss. Das ist beim Baum und den Menschen genau gleich. Das Baumhoroskop sagt, wer in diesem Zeitraum geboren ist, hat ein besonderes, eigenartiges Gespür, was ihnen und anderen Menschen auf dem Herzen liegt. Nun die Zypresse. Das Geburtsdatum ist der 25.01. bis 3.02. und der 26.07. bis 4.08. Der Baum der Veränderung und der Treue. Man findet die Zypressen sehr oft auf Friedhöfen. Das Baumhoroskop besagt, als Baum und als Mensch schenken sie Trost und Kraft. Was in ihrem Leben geschieht, es zu akzeptieren, sodass sich alles ständig ändert. Neuanfänge sind möglich und so ist alles bei ihnen im Fluss des Lebens. Jetzt die Pappel. Das Geburtsdatum lautet der 4. bis 8. 2. und 5. bis 13. 8. Der Baum der Energie und der Ungewissheit. Stillstand kennen die Pappelgeborenen nie. Das Baumhoroskop besagt, sie sind stets voller Ideen, Pläne und Vorhaben. Haben sie erst einmal ein Projekt zu Ende gebracht, denken sie gleich wieder an das nächste. Kaum einer unserer Bäume wächst so schnell wie die Pappel. So sind auch die Pappelmenschen. Ihr Leben ist voller Wachstum. Immer weiter und immer weiter, ohne Rast. So, das waren die nächsten drei Bäume, die ich euch vorgestellt habe. Und demnächst geht es weiter mit der Zeder, Kiefer und Weide. Herzlichst, eure Deria.